Mit Patrick Helmes und vor allem Lukas Podolski bekam das Kölner Publikum ihren Lieblingssturm präsentiert. Doch zunächst gab es einen Rückschlag. Freischuss Motu und Goyan mit dem 1:0 für Rumänien bereits in der dritten Minute. Kein Abseits, Timo Hildebrand ohne Chance. Trainer Löw hatte gegenüber dem 2:0 in Wales auf 5 Positionen umgestellt. Das wirkte sich zunächst in der Feinabstimmung aus. Timo Hildebrand, der den angeschlagenen Jens Lehmann souverän vertrat. Es waren zwei Routiniers, die das deutsche Team heranführten. Bastian Schweinsteiger, der wieder sehr engagiert im Mittelfeld agierte, und Bernd Schneider, 1:1 kurz vor der Pause. Ein ungläubiger Blick, sein erstes Kopfballtor und das im 80. Länderspiel. Bernd Schneider, der nach seiner Sperre wieder in die Rolle des Kapitäns schlüpfte. Nach dem Seitenwechsel Deutschland zielstrebiger und leidenschaftlicher gegen die bis dahin immerhin in 14 Spielen ungeschlagenen Rumänen. Bernd Schneider mit einer guten Partie auf Podolski. Noch war ihm das Glück nicht Holz. Dann ging der Kapitän nach 60 Minuten. Für ihn kam Odonkor. Zuvor waren schon Castro, Rolfes und Arne Friedrich gekommen. Nur 5 Minuten später. Odonkor erkämpft sich den Ball an der Mittellinie und dann sein unwiderstehlicher Antritt. Das 2:1, sein erstes Länderspieltor in der 65. Minute. Vergessen seine lange Leidenszeit wegen diverser Verletzungen. Und Odonkor wird's egal gewesen sein, dass der rumänische Torhüter diesen Schuss sicherlich auch hätte halten können. Dann brach die Zeit des Kölner Duos an. Podolski und Helmes, nach einer eher durchschnittlichen ersten Halbzeit, blühten die beiden jetzt auf. Wieder Podolski, wieder sucht er Patrick Helmes. Trotz der vielen Umstellungen eine erstaunliche Leistung des deutschen Teams in der zweiten Halbzeit. Hilpert, diesmal rechter Verteidiger. Und Lukas Podolski. 3:1, diesen Treffer wollte er und hat ihn erzwungen. Klasse vorbereitet durch Hilpert, ähnlich wie in Wales. Ein Tor fürs Selbstbewusstsein, mitten hinein in die Glückseligkeit. Jetzt war endgültig Party im Kölner Stadion. Und Podolski bedankte sich für das von Löw entgegengebrachte Vertrauen. Doch das perfekte Kölner Glück verhinderte ausgerechnet Lukas Podolski in der 88. Minute. Hier der Schuss von Helmes, Podolski steht im Weg. 3:1 der Endstand, Spiel gedreht, ein verdienter Sieg. Die Erkenntnis für Joachim Löw, dass er in seinem Kader in der Breite reichlich an Qualität gewonnen hat und dass Lukas Podolski wieder trifft.